Hallo, im Pflichtteil der Abschlussarbeit kommt das Thema Kreis und Kreisring vor. Hierzu habe ich mal eine Aufgabe vorbereitet. Es geht also rein gedanklich gesehen um einen Kuchen, der sich hier in dieser Kuchenform befinden könnte. Den haben wir gebacken, der ist fertig und riecht lecker. Dann wollen wir diesen Kuchen garnieren und zwar mit Schokoladenstreuseln, die wir auf dem Kuchen verteilen und zwar in einem Ring hier außen am Kuchen, in einem äußeren Ring auf dem Kuchen drauf. Das ist der Kuchen hier von oben gesehen mit den Schokoladenstreuseln. Die zeichne ich nicht alle ein, du kannst dir Schokoladenstreusel vorstellen. Wir wollen die Fläche dieses Kreisrings darstellen in Abhängigkeit von der Breite der Fläche. X soll also die Breite des Rings sein. Und ja, die Aufgabe könnte lauten: Stelle die Fläche des Kreisrings in Abhängigkeit von X, also der Breite des Rings, dar. Was macht man da in einem solchen Fall? Also auf jeden Fall nicht verzweifeln. Das ist immer so eine Aufgabe, wenn man da so. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.